So, also Leute, mal gucken, was der Adrian gemacht hat. Ja? Der Adrian X-Fire. Ich hoffe, du enttäuscht uns nicht. Ich habe keine Ahnung, was da kommen soll. Schlecht gealterte JBB-Lines. Ich überlege gerade, ob mir irgendeine Line einfallen würde, die irgendwie da schlecht gealtert. Wahrscheinlich irgendwelche Albumankündigungen, könnte ich mir vorstellen. Irgendwie so in einem Battle so, ja, yeah, ich werde, keine Ahnung, mit meinem nächsten Album werde ich Gold gehen oder weiß ich nicht, gab es sowas überhaupt? Aber irgendwie so in die Richtung würde ich jetzt schätzen. Ey, vielleicht bin ich ja auch drin. Na, lass uns mal reinschauen, lass uns mal gucken. Hey, heute gibt es schlecht gealterte JBB-Lines, JBB, JMC und JCC, okay? Es sind keine schlechten Lines, sondern nur schlecht gealtert, ja, okay, das ist klar. Das Format ist inspiriert an Boss Explosive, das ist absolut richtig geschrieben auch alles. Viel Spaß, let's go. Ein letztes Mal, um zu beweisen, dass es meins für mich und es für diesen Titel nur noch deinen gibt. Ja, wahrscheinlich war, ja genau, ja, okay, stimmt, ja. Ich glaube, das war allgemein auch so eine Ankündigung, die gab es auch im VBT, gab es erst letztes Mal, als wir, das war auch zu nice, Digga. Oh Mann, Jennix gegen Spliff-Tastic war es, genau das Battle, in dem er irgendwie meinte, du machst nie beim nächsten Jahr wieder mit und ich bin nie wieder dabei und irgendwie war das letzte Jahr von Spliff, aber Jennix war wieder jedes Jahr dabei, also kompletter Widerspruch, ne, immer diese Ansagen, das ist mein letztes Mal, da kommen sie wieder alle, ne, ist so. Are you sure about that? Denk nicht, dass ich mit dem Schwamm unter einer Decke stecke. Bam, Sensor, ist für die MMA. Ja, ich weiß nicht. Ja, ist die schlecht gealtert, keine Ahnung. Ja, klar, das sind Kumpels so, die kennen sich auch schon sehr lange, ne, weiß ich. Aber in dem Battle hat das ja nicht wirklich eine Rolle gespielt, oder? Dass ich mit dem Schwamm unter einer Decke stecke, so. Verstehe auch gar nicht, warum er das erwähnt hat, oder? Weiß das doch jemand, warum, das war gegen Kasa, ne? Warum Sensor das überhaupt erwähnt hat, denke ich, mit dem Schwamm unter einer Decke steckt, wegen dieser ganzen Nazi-Geschichten, die er da ausgepackt hat. Ich weiß den Zusammenhang gar nicht mehr. Wieso diese Rechtfertigung kam oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wegen der alten Songs mit Sunny. Weil Sunny und Sensor sich ja schon damals kannten. Okay, also war das einfach nur so reingeworfen sozusagen. Es hatte nichts irgendwie mit dem Inhalt der Runde zu tun, so wirklich, ne? Okay. Hey, yo, wer kennt dich dumme Spaß außerhalb eines Turnieres? Wer? Digga, was? Ey, yo, wer kennt dich dumme Spaß außerhalb eines Turnieres? Wer? Ja, okay, ey, stopp. Die ist auch nicht schlecht gealtert. Weil es ging an SpongeBoss. Und SpongeBoss, da stimmt es schon. Ne? Also ich meine jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr, okay, das stimmt schon. SpongeBoss hat dann auch außerhalb vom JBB irgendwie Songs gemacht. Als San Diego SpongeBoss, keine Ahnung, Symbiose irgendwie, ne? Aber zu der Zeit war das ja schon. Ja, okay, aber stimmt, sie sind schlecht gealtert. Sie sind schlecht gealtert. Und stimmt, dann ist sie schlecht gealtert. Hast schon recht, ja. Sie ist schlecht gealtert. Sie war zu dem Zeitpunkt richtig, aber sie ist schlecht gealtert. Stimmt schon. Sie sehen das Ergebnis und fallen in Schockstarre, weil die Downloadzahlen meiner Fans euch vor den Kopf knallen. Oh nein, was kommt jetzt? Kommen jetzt irgendwie so voll wenig Downloads oder so? Kann man das sehen? Oder meint jetzt Spotify-Dings oder was? Oh. Parker, Downloads 164. Ja, okay. Ja, ja gut. Ist, also ich sag mal, dieses ganze Turnier-Gekaufe-Dingsbums, ne, dass da im Grunde, aber wobei das eigentlich sogar recht viel ist, würde ich sagen. 14.000, was war denn 14.000? Was waren das da? Waren das Likes, Klicks oder was war das denn da genau? Wer downloadet, das war, ja eben, ne, also das meine ich ja, ne, dass so die Zahlen sagen da nicht so viel aus. Aber es ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn du das sozusagen als Ankündigung in den Track raus, so, ne? Alter, so meine Fans reißen richtig ab und dann bist du halt ganz unten mit den Downloadzahlen. Bisschen, Bata hat die Fanbase vielleicht falsch eingeschätzt, also unangenehm. Weil die Downloadzahlen meiner Fans euch vor den Kopf knallen. Oh. Oh. Du bist immer ein, zwei Runden da. Das war gegen mich sogar. Du bist immer ein, zwei Runden da? Warte mal, JBB 2013. Das ist ja in dem Jahr, in dem wir jetzt sind. Bist du mal ein, zwei Runden da? Das hat er gegen mich gerappt, Digga? Aber warum? Ich verstehe gar nicht, warum. Du bist immer ein, zwei Runden da? Das war meine erste Teilnahme wegen VBT oder was? Da war ich doch immer, was heißt recht weit? 16. Also das ist jetzt nicht mega weit, aber auf jeden Fall mehr als ein, zwei Mal. Weiß ich gar nicht mehr. Aber da kommen wir ja auch bald hin. Ja, bei Cassius hat es wirklich immer so die, waren immer zwei Runden fast, oder? Die dritte Runde war immer sein Genickbruch.
Ja, okay. Ja. Schlecht gealtert, das stimmt. In jedem Turnier nach zwei Runden, das ist krass, ne? Vor allem, weil Cassius ja auch immer, das muss man ihm ja lassen. Cassius kann nun mal sich sehr gut verkaufen, ne? Also so Representer-Shit und so. Auch von der Atmosphäre, das macht er ja immer super. Dass man einfach denkt, boah, geiler Typ, so. Das kriegt er ja gut hin. Sich groß zu machen, so diese epische Stimmung aufzubauen, von wegen so, ey, so das letzte Mal hat's nicht geklappt, aber diesmal stehe ich hier und hol mir, was ich mir verdiene. So, dass jeder sich denkt, ja, Mann, jetzt holt er sich, was er all die Jahre schon. Dann irgendwie, weiß auch nicht warum. Irgendwie ist er der dritte Rundenfluch irgendwie. Körper. Und mein Album wird der Überbringer für Postboten. Ich spiel Kali hier und schreibe parallele Alben. Also, wofür bezahle ich die Leute? Der hat gar kein Album gedroppt, oder? Ich glaube, das haben wir im Chat schon mal besprochen. Dass er irgendwie voll die Ansagen gemacht hat wegen seinem Album. Aber es kam nie raus. Kam da jemals ein Album? Es kam gar keins. Doch eins. Ja? Black Dings. Ja, gut, aber war das denn nach der Ankündigung hier, ist die Frage. So, also vor dem JBB. Ja, gut. Okay. Ich bin unrelevant, du bist etwas doof. Schreib Lasker neben deinen Runden auf die Facebook-Post. Ihr seht also, die besten Zeilen kommen aus der Feder von Tiny. Warte mal, das peinlich ist gerade gar nicht. Also, wofür bezahle ich die Leute? Ich bin unrelevant, du bist etwas doof. Schreib Lasker neben deinen Runden auf die Facebook-Post. Ach so, die ist schlecht gealtert, weil es genau andersrum war. Weil Thematic immer für Lasker geschrieben hat. Jetzt peinlich, oder? Ja, okay, die ist wirklich schlecht gealtert. Die ist sehr schlecht gealtert. Also, die besten Zeilen kommen aus der Feder von Thematic. Krass, Mann. Ja, das war auch heftig, ne? Wobei man sagen muss, Lasker, aber auch krass seinen Weg gegangen. Mit Savas irgendwie voll am Arbeiten. Ich weiß nicht, ob das immer noch eine aktuell ist oder ob da keine Zusammenarbeit mehr besteht. Bin da nicht mehr so drin. Aber auch musikalisch und so, ne, gut entwickelt. Muss man wirklich sagen. Also ich feier Lasker. Ne, jetzt so rein musikalisch, krasser Typ. Denn für Fame stellt er seinem Freund Cassius sein Bein. Hä? Für Fame stellen? Weil Thematic das jetzt bei Lasker gemacht hat, oder was? Oder worauf ist das? Achso, weil Lasker genau das bei Thematic gemacht hat. Hä? Aber warum nochmal? Was war da los? Also ich weiß, dass Thematic diesen Diss gemacht hat, dass er für Lasker die Songs geschrieben hat oder die Lines teilweise geschrieben hat. Und was war da andersrum? Was ist nochmal im Gegenzug passiert? Das weiß ich nicht mehr. Hab ich schon wieder vergessen. Was hat Lasker denn gemacht? Hat seine Freunde für Fame verraten. Okay, okay, ich weiß nicht mehr genau, was der Vorwurf war. Ne? Ich weiß, das Prägnante für mich innerhalb dieses Diss-Tracks von Thematic war eher so dieser Ghostwriting-Vorwurf. Denn für Fame stellt er seinem Freund Cassius sein Bein. Herr Farid, Alter, da gibt's dieses eine Video. Hiphop.de, glaube ich? Oh, diese Lache, ich komme nicht drauf klar. Niemals Künstler beim Major. Es ist Juri! Okay, der war kurz, aber effektiv. Ich komme und zerstöre das Rap-Business. Und währenddessen singt Cassius mit seinem schwulen Daddy die Töne von Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you give it away. Ja, das war auf Insta, oder? Das ist nicht auf Insta gesungen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es auch gesehen. Lasst ein Like, Abo oder Kommentar da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. War gut. Ich schreibe runter, war gut. Lasst auch gerne ein Like da. Vor allem so ein kleiner Kanal kann das gut gebrauchen.